Frenkel frottelt. Heute. Let's play. Spintires Multiplayer, der Offroad-Truck-Simulator. Tachin Asenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spintires Multiplayer. Ich spiele nach wie vor mit dem Heini, mit dem Rocktox und mit einem Gast, einem Zuschauer, und zwar dem Jonas. Ich wünsche weiterhin viel Spaß. Problem ist, Freunde, soll ich einen Tankwagen holen oder soll ich wieder mit dem Radpanzer? Also ich glaube, in diesem Moment wäre ein Rettungswagen ganz schön. Ich hab Kraftsport. Ah, wo kommt der Heidi her? Ich stehe die ganze Zeit hier, du bist. Rocktox, du musst mich von der anderen Seite ziehen. Du musst mich ja so umziehen, dass ich wieder aufstehe, nicht weiter auf der Seite liege. Verstehst du, was ich meine? Ja, du müsstest irgendwie. Problem, da habe ich keinen Platz. Ach komm, die paar Steine, ey, du hast einen Panzer! Oder? Naja. Ey, wie soll ich hier noch durchkommen, was ihr hier gemacht Jetzt habt? Jetzt warte doch mal, gesehen? Was willst du denn? Ach, er liegt immer noch! Ja! Soll Mutti das mal machen oder was? Ne, ich ruhe mich gerade noch ein bisschen aus. Jetzt warte doch mal. Mach doch mal keinen Stress hier. Jetzt schläfst du. Ja, Mann, Pausen müssen einfach sein, sonst kann man auch keine Leistung bringen. Genau, aber ich kann da so lange schon mal machen. Ich wäre ja schon längst da, wenn du nicht so viel liegen würdest. So, jetzt da! Hier, da! Aber sowas von hier, Freunde. Jawoll, zack. Ja, und dein Anhänger steht auch einigermaßen. Ihr Jawohl! Meine Fresse, ey, warum nicht gleich so? Und so. Ich will jetzt auch was leer. Danke, Rocktox! Bitte, Harald, oh Gott, ich brauch ein Bier. Och, ich brauch ein alkoholfreies. Da kommen wir nicht durch, Harald, sagst du, ne? Fahrzeug muss ich jetzt in Position bringen, sagt er. Das mache ich jetzt noch. Das wird der letzte Versuch sein hier, Freunde. Dann habe ich keine Lust mehr. Scheiße, geht nicht. Ich muss irgendwie mich in Position bringen. Was auch immer er mit Position meint hier. Ja, du musst einen roten Pfeil, zeigt er an, ne? Und da musst du näher ran. Ja, ich habe bloß keinen Pfeil hier. Ich muss wenden, ich muss anders stehen, weil ich stehe einfach schlecht. Wahrscheinlich falle ich gleich wieder um. Aber besser ohne Holz umfallen als mit Holz. Meine Fresse, ey. Das. Und ich hole jetzt mal Treibstoff für uns alle. Ja, warte, genau. Warte, lass uns erst raus, mein Freund. Was? Achso, ich dachte, du wolltest hier einsteigen schon. Alles. Nee, ich meinte den nicht. Ich meinte hier. Genau, Stremi oder wie hieß er? Stremi oder Jonas. Kannst du beides sagen. Dann heißt du Jonas für mich, ne? Jonas ist ein netter Kerl. Harald, was willst du hier? Ich will beladen. Mach das. Dazu muss ich aber wenden, wahrscheinlich. Dann klappt's besser. Und ich steck fest, dann könnte es auch anders sein. So, dann kann ich hier lang. Kannst ja mal versuchen. So. Etwas muss angebaut werden? Ladefläche? Du kannst dich mal am Arsch lecken, oder? Ach so, Moment. Ja, das war das falsche Holz. Okay. Was hast du jetzt denn genommen? Ja, ich hatte auf Kurzholz gestellt. Soll ich mal rausfahren? Ich fahr mal raus hier, dann hab ich Platz. Ach komm, du weißt doch, ich kann problemlos hier wenden, ja, mit, Ja, das sind Positionen, die verarschen mich doch. Also ganz ehrlich, das Fahrzeug, das ich jetzt hatte, hätte ich gerne im ETS 2 Multiplayer. Harald, wieso kriegst du so schnell dein Holz und ich hier... Pass auf, du musst mit der Motorhaube Richtung Wald stehen. Dann geht das problemlos. Rottox, so gut. Parallel zum Toilettenhäuschen. Also das hier ist überhaupt kein Holzaufladeplatz mehr, das ist ja ein Holzaufladeplatz mehr, das ist ja einfach nur noch ein scheiß blöder Acker, ne? Ja, das ist eine Panzerübungsstrecke. Ja. Eine Panzersteckbleibstrecke hier, verdammt normal. So, jetzt nochmal einmal rum und dann... Ah, Kacke. Ach Mensch, Freunde. Ein Motor irgendwie ausmachen? Verrückt. Das Problem ist einfach, dass der Jonas sich halt auch eher mit Walfischen auskennt, das wissen wir ja alle, ne? Nee. Nein? Ich hab ein Aquarium zu Hause, ne? Aber kein Walfisch. Ach, Jonas und der Walfisch. Ich bringe in Position, in der Fahrt. So meinst du, so meinst du, Harald. Ja. Das Buch hat mir meine Oma früher immer vorgelesen. Ja, jetzt hast du ja deinen Opa. Und der erklärt dir das nochmal. Ja, ich hab's geschafft! Ich dreh durch, ich kann nicht mehr! Hilfe! Du bist am Ziel? Nein. Du hast Holz abgeliefert? Na, ey, hallo, ich bin noch bei dir. Ja, eben. Aber ich habe auch aufgeladen, das ist schon mal eine Sensation. So.
Alter, wenn es hier auf dieser Map den vierachsigen Holztransporter geben würde, dann wäre das alles hier kein Problem. Ja, dann wäre es aber auch zu einfach, gell? Ja. Holzladung, 4 Punkte. Das heißt, für Harald wäre es dann zu einfach. Dann haben wir gewonnen. Ja, genau. Und so machen wir das auch. Warum haben wir das eigentlich gleich gemacht? Jetzt, wo du sagst. Das Blöde ist, schaut euch das an hier, das wird immer bescheuerter, weil natürlich der Boden immer aufgeweichter wird, ne? Jetzt falle ich wahrscheinlich gleich direkt hier um und dann ist aber sowas von Feierabend. Soll ich rausziehen? Ja, ich hänge ja nicht. Mein Problem ist einfach nur, dass ich diese komische Seitenneigung habe, die so ungesund ist. Ich habe nur angetäuscht. Ich habe rechts angetäuscht und damit ich links an Rocktox vorbeikomme. Ich sehe das jetzt wie im Fußball. Ja, wo soll ich denn da vorne noch durchfahren? Also vorhin bin ich über Steine gefahren, war scheiße. So, jetzt hänge ich hier drin, verdammt. Zieh mich raus, Rocktox, zieh mich bitte bis zu dem scheiß Abladeplatz, komm. Ich habe die Schnauze voll. Das wollte ich sagen. Und wo ist Stremi denn? Der besorgt euch Problem, ich habe ein kleines Spritproblem. Ja, deshalb besorge ich Kraft. Wo ist er denn? Ach, da vorne. Er ist ja gleich auch schon da. Der ist ja so schnell wie der Blitz. Boah, ich hänge mich hinter Harald an. Oh je. Ich hänge auch irgendwie fest. Na, zumindest stehe ich wieder gerade. Handbremse, Rotox bestimmt? Nee, nicht. Ich kann ja rückwärts fahren. So. Der Harald hat so viel Gewicht, die kommt da nicht durch. Hör nicht so an. Willst du sagen, dass ich fett bin oder was? Nix gegen Dicke! Sag ich auch nicht. Nee, ah, jetzt geht's, jetzt geht's. Jetzt läuft's ja hier. Natürlich geht's, weil ich mich abgekettet hab, du Witzbold. Ich hab's nicht gesehen, entschuldige. Ja, sehr lustig. Jetzt häng ich hier fest. Okay, Rocktox, soll ich jetzt durch die Pfütze fahren oder was? Deine Entscheidung. Ja toll, du stehst direkt davor, deswegen frage ich ja doof. Sonst häng ich wieder an diesen Steinen. Ich folge dir jetzt. Du ebnest mir den Weg. Wie in dieser komischen Bankwerbung da. Wir machen den Weg frei. Los. Aber nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher. Das sind ja überall Steine, auch in der scheiß Pfütze. Ich fahre jetzt durch die Pfütze. Nee, fahr einfach mir nach. Nein, da ist Holz auch wieder. Da liegt mein blödes altes Holz noch. Wie soll ich denn da vorbeikommen, ohne umzufallen? Bei mir liegt da kein Holz. Ja, weil es mein Holz ist. Das ist ja das Doofe. Das sind so viele Steine, wo du da lang gefahren bist gerade. Das überlebe ich doch eh wieder nicht. Der fällt doch da eh wieder rein. Weil das so scheiß seitlicher Abhang ist. Verstehst du, Rocktox? Du kannst ja nicht umfallen mit deinem Ding da. Tust dir leicht. Tust dir leicht. Ey, dieses Mal fahrt ihr beide und wir rennen euch die ganze Zeit. Jetzt weiß ich auch wieder nicht. Soll ich rechts rumfahren? Ich fahre jetzt mal hier so ein bisschen halb durch die Pfütze durch, weil links sind da so viele Steine. Da bin ich umgefallen vorhin. Fahr zu, Rocktox, sonst, naja, jetzt habe ich zu viel versprochen, jetzt hänge ich wahrscheinlich gerade wieder. Mann, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe schon wieder Durst, ich glaube, ich lege mich nochmal in die Pfütze. Mensch, Jonas, wenn du nicht dabei wärst, hätten wir das alles geschafft. Ja, ist klar. Ja, meine lieben Zuschauer, wer hier mitspielt, muss damit rechnen, dass er unterdrückt wird. Verdammt normal. Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, weiter. Weiter den Straße entlang, okay. Gut, die erste Pfütze hätten wir. Hast du gerade Straße gesagt? Ja. Hast du das gerade Straße genannt, Rocktox? Der russische Verhältnis ist das gerade. Dann erzähle ich jetzt auch gleich mal einen Witz, lieber Rocktox. Kommt ein Pole an die Kasse. Kasse weg. Entschuldigung. Harald. Ja. Bevor wir angefangen haben zum Spielen, habe ich natürlich 5 Beruhigungstabletten genommen, weil sonst täte ich das eh nicht verkraften. Ich weiß. Was glaubst du, was ich mir vorher alles reinziehe, ey? Das möchte ich gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Ich schnüffel vorher Limo, mein Freund. Was denn? Geh mal weg da, Rocktox. Was? Wer hängt? Heini, oder kommst du frei? Ich habe ihn am Baum festgehalten. Okay. Wer Freunde, dreimal dürfte raten, wer jetzt auch noch hängt. Du? Ja, du natürlich. Der mit dem Sprit, ja? Ja, und ich habe nur mal 195 Liter von 800.
Das okay, 93. Ja. Dann machen wir das so, Rock Talks. Dann gibst du mir die, die saugst du jetzt mit dem Schlauch ab. Füllst du in meinen Truck und dann schaffe ich's ohne dich. Geht nicht, das ne? Das geht? Ja, keine Ahnung. Ich kenne das Spiel, ich spiel's halt eigentlich das erste Mal richtig. Ich kann nicht sagen, ob das geht. Der Witz ist, ja, die Leute denken, wir spielen das auch das erste Mal. Nee, bei mir sieht das professionell aus. Jetzt fahre ich da in die Pfütze rein, ich werd wahnsinnig. Harald, du kippst. Nein, um. Tschüss! So, Freunde, Feierabend. Ihr glaubt's nicht. Feierabend! Was? Ich befreie mich hier gerade von alleine von der Butche. Ja, ganz ja. Klasse. Das bringt ja nächstes Mal Onkel Harald ist umgekippt und da keine Bäume mehr. Ich hab Durst. Ich muss wieder was trinken. Ich glaube, da komme ich nie wieder raus hier. Ich werde jetzt mal die Fische von unten zählen, glaube ich. Harald, du könntest Diesel probieren. Den bringe ich dir gleich vorbei. Ah, leck mich doch am Arsch. Ich habe jetzt gedacht, ich fahre jetzt mal durch die Pfütze, weil es vielleicht besser ist, aber gar nichts ist besser. Dreck ist alles besser. Ach so, warte mal, der Rocktox will mich rausziehen. Sag doch gleich. Aber du hättest es wieder von der Seite machen sollen. Von vorne werde ich gerade beschädigt. Aber musst du wieder zurückfahren, ne? Wegen die Baumstämme, oder? Ach Quatsch, ich muss nicht zurückfahren. Ich lade die einfach per Teleportation auf. Ist doch gar kein Problem. Ja, wie geil ist das denn? Du kannst Teleportationen? Warte mal, Heini, nicht so weit vorfahren. Jetzt kann ich wegen dir nicht anhalten. Ja gut, dann fahr durch. Dann häng ich gleich fest. Also ich kassiere gerade kräftig Schaden im Wasser, Rocktox. Ja, ich bin ja gerade, ich rutsch das selber gerade. Ich krieg gerade 50, 60 Schaden pro Sekunde. Ich hänge jetzt selber gerade. Eigentlich? Ja, ja, ich sehe dich. Rocktox. Bist du stolz auf mich? Ja, ja, bis zum nächsten Loch bin ich stolz auf dich. Ich komm ja gerade selber aus dem Wasserloch nicht raus. So, jetzt. Ist das ein Grund, mich tiefer reinzuschubsen? Ja. Oh. Oh Gott. Ich sage, das Ding hat einen Wendekreis wie ein Radpanzer. Nein, wir. Okay, das ist das Ding. Auch Lack. La 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 ich dachte, der lacht, weil ich warte, dass ich umkippe. So, dann stehen wir mal wieder auf hier. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ich kann nur vorne und hinten ankuppeln, nicht an der Seite. Ja. Ja, ja, ja. Es sieht auch gut aus. Ich habe jetzt auch schon 259 Schaden mittlerweile. Das wird nichts mehr. Ich rutsche nämlich immer mehr in die Pfütze zurück. Ich komme nicht mehr raus aufs Festland. Ja. Wenn man das Festland nennen kann. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich tue einschlagen, ich fahr trotzdem geradeaus. Ah, leckt mich doch alle am Arsch, jetzt hätte ich fast. Warte mal. Ach komm. Ach kacke, ey. Das Spiel ist, macht mich wahnsinnig. Das will doch keiner sehen. Deine Zuschauer. Ach Quatsch. Mann, ey. Also ich werde jetzt mal. Oh, ich werde jetzt mal so tun, als ob ich nochmal weiterspiele. Und zwar genau so lange, bis der Heini umfällt. Und dann ist nämlich Feierabend hier. Dann ist die letzte Hoffnung dahin hier. Ihr könnt mir im Leiden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich komme schon nachgefahren, aber ich habe halt nur noch 138 Liter. Ich brauche, muss gleich getankt werden. Ja, der Tankwagen kommt schon durch die Einfahrt. Ja, dann fahr schneller, wir sind schon weiter. Was? Ja, wir sind schon losgefahren. Oh nee, Freunde. Ich sag mal so, die Klickzahlen von Spin Tires waren ja eh nicht so der Brüller. Da habe ich eine gute Ausrede auszusteigen aus dem Schlamassel, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo ist jetzt der Heini hingefahren? Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich vermehren sie sich jetzt explosionsartig, weil sich alle totlachen. Über uns, ja, wahrscheinlich. Das machen wir alles absichtlich da, ne? Ist klar, Leute da draußen, ne? Braucht ihr nicht denken, ja, dass wir so doof sind. Was dachtet ihr denn? Nee. Nein, nein, nein. Wir sind die Weltmeister im Schauspielern hier. Ja, Schauspielschule Wien. So, jetzt habe ich mich festgefahren. Na, natürlich. Ich komme schon. Ja, jetzt die Frage ich mich festgefahren. Hart, ne? Ich kann mich nicht zweiteilen, auch wenn das Ding groß ist. Nein, nein, ich sag ja, die Frage ist das wirklich, ob das auch alles einen Sinn hat. Harald, was sagst du? Du hast noch Holz drauf. Ja, aber wir müssen ja trotzdem noch fahren, dann sind wir bis 12 noch am Fahren. Ja, irgendwann ist auch meine Festplatte voll.
ne? Aber so können wir jetzt nicht aufgeben. Also so nicht. Ich hab mich selbst befreit, weil ich Profi bin. Sag ich doch. Eben, wir spielen das hier nur alles. Und wir zögern das nur raus und dann machen wir das Ganze in 10 Minuten in Speedrun. Ja. Was dachtet ihr denn? Speedrun. Ich bleib wieder so einem Kackbäumchen hängen, das ist ja nicht wahr, oder?